Der vorletzte, oder? Der vorletzte Boss, ja. Wenn man dann gleich Loading Screen der Art. Ach. Tatsächlich, der Act Dragoon ist nicht der Rede wert in beiden Versionen. Weil Eggman hat dem Boss einen riesigen Schwachpunkt gelassen. Er ist ständig in der Nähe von dem Ka vom Feld. Ja. Aber guckt euch das an. Er holt sich alles im Arsch und wischt ihn nicht mal ab. Solange ihm keine Klebehand da hinten raushängt. Nee. Oh, so schön. The final Chaos Emerald. Back at last. Ich frage mich, warum man die Emeralds nicht einfach mitnimmt, nachdem der Planet sie wieder zusammengesetzt hat. Ich meine, jedes Stück an sich, die erfüllen keinen Zweck mehr, sobald der Planet zusammen ist. Andere Frage. Warum ist das nicht Knuckles seine Aufgabe? Nö, ja, da muss ich ja nur um den Master Emerald kümmern. Die Chaos Emeralds sind scheißegal. Ja, die sieben Chaos sind die Server, also die Diener. Wer kümmert sich denn bitte um die Diener? Eigentlich sind das die User. Hm. Die sieben Chaos sind die User, der Master ist der Server. This should put the world back to normal. Dark Gaia will go back to being sealed within the core, nope. And my work will be done. Nope. That's great, Chip. Yup, thank you, Sonic. It's all thanks to ja, stimmt. Du musstest dich ja nicht durch die ganzen Leute prügeln. Du musstest nirgendwo hinklettern. Du kleiner Cheater, yeah. Kannst ja fliegen. Er musste ja nur mit Schokolade dealen. Das war das Sinn im Spiel von ihm. Ja, er hat in den ersten Leveln alle bestochen, damit sie uns helfen. Ah ja. Wo ist seine Schokolade hin? Nein, nee, ist ihm ausgegangen. That Sonic has restored the last of the Chaos Emeralds. Things should settle down around here before long. That's right. Satellite footage confirms that the last piece is moving back into place. That's wonderful. I'll await your safe return then. You can give me a full report over a plate of luscious cucumber sandwiches. I'll be happy to fill you in, Professor. Ja, wir hatten da abgeschossen. Das sieht man leider nicht. Eggmans Roboter? Das könnte Eggman sein. Ich meine, er kommt ja jetzt auch direkt zu Sonic und Chip rübergeflogen. Warum seid ihr eigentlich noch da? Ja, Simultanität. Siehst du, der kommt von oben. Eggman konnte ihn nicht abschießen. Warum nicht? Er war nicht im Roboter. Man hat ihn mal gesehen. Ich weiß. Er kann das Ding aus dem Fernsteuern, was er nicht mal ausnutzt. Eigentlich eine blöde Frage. Wieso kommt Eggman nicht auf die Idee, sich die Emeralds zu schnappen? Er weiß nicht, dass Sonic sie da lässt. Er weiß gar nicht, wie dämlich unser Held ist. Ein brillantes Genie weiß nicht mal mit der Vollidioten umzugehen. Unter Anführungszeichen Vollidioten. Ein IQ von 300 setzt das jetzt auch nicht unbedingt voraus. Common Sense is not measurable. Also das kann man nicht messen. Und eigentlich sah das Feuer so aus, als würden sie in Lava fallen. Na nö, der Boden hat nur gut. Warum auch immer. Ich meine, Metall tut das plötzlich, wenn man das einfach mal durchschneidet oder zerbricht. Ja, aber das ist eigentlich eine gute Art und Weise, Sonics Fähigkeiten als Warhawk zu nutzen. Parkour, Baby! Parkour! Besser als in Lost World! Viel besser! Der Parkour war doch scheiße! Okay, wie abartig tief kann man hier eigentlich schon fallen? Vielleicht hat Eggman ja einen Tunnel durch das Erdinnere gegraben, damit sie jetzt unendlich lange fallen können. Nee. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Okay. Komm schon, wenn er will, ist sie runterfallen. Ja? Last long against
this one. That lit up part on the bottom looks fishy. I'll try aiming for that. Die meisten benutzen Ausfallkollen hier, weißt du? Warum? Weiß ich auch nicht. Ich meine, selbst in der PS2 Wii Version bin ich so einfach rumgerannt und fertig war's. Okay. Bei dir. Not good enough, Sonic. No, the controls won't respond. Das ist jetzt reines Quicktime-Event, Baby. Reines Quicktime-Event. Und noch relativ leicht gegen den Level. Boah. Bitte, das war dann der Bosskampf. Nee, jetzt war nicht durch. Man muss es zweimal machen. Zumindest die erste Phase. Ja, man muss das zweimal machen. Erstmal zieht er die Dinger ab. Eine zerbrechliche Maschine, du hättest das scheiß Ding panzern können, du Wichser. Du hättest das scheiß Ding echt panzern können. Du hast die Mittel und die Gelegenheit, um Himmels Willen. Hast du das alle wegen der Mobilität nicht getan? Er hat Langeweile. Sehr viel Langeweile. So, jetzt macht er die Plattform kaputt und jetzt müssen wir mit Sonic diven, aber wir haben keine Verlangsamung und Beschleunigung. Außerdem mag er es jetzt auch gut zu schießen. Die Wing Units sind cool. Auch wenn ich nicht kapiere, wie Düsen in der Richtung funktionieren können. Ich verstehe es auch nicht. Wow! Ziemlich viel Schaden macht es aus. Wow! Ja, ich weiß, die Roboter sind schlimmer. Die er spawnt so. Gib mir's weg! Lass mich weg! Okay, in der Richtung war es vielleicht nicht so clever zu rennen. Guck mal, wie schnell die platt sind! Ja. Logischerweise geben sie keine XP, aber es ist auch egal. Der Boss steht da. Ist er schon da im Kampf. Wenigstens hätte er ja da Schaden machen können, vor einer. Nein! Die Lanze, die reicht nur aufs Feld. Eggman. Nicht kaputt gehen. Okay, das ähnelt jetzt sehr stark dem ersten Versuch, aber diesmal geht er ein Stückchen höher. Die beiden Teile vorne hat er ja abgerissen. Wird jetzt wieder von seinem allein eine Lanze getroffen, yep. Die sich einbaut und dann irgendwo wie verschwindet. Ja, die fällt einfach runter. Oh. Das wird jetzt witzig. Nein! Quatsch. Ja. Okay, nochmal. So viel HP hat er gar nicht gewonnen, ey. Ich verstehe nicht, warum das in der Mitte jetzt keinen Schaden macht. Ich meine, es war noch vorhanden. Arsch, bleib da. Sind wir dem Großwellen, den wir schon machen, bitte. Ja. Impossible. Die Roboter sind Schrott, sobald das Quicktime-Event losgehen soll. Ist das nicht lächerlich? Ja. Ja, nee. Nope. Doch. Mir ist gerade erst eine Sache aufgefallen. Die wäre... Die Lanze steckt hier zwischen dem Bein. Ja, vielleicht ein Stück oben drüber. Stell dir einfach vor, er hat das Ding... Ich hab gedrückt, du Arsch! Ha, Schild, Baby. Du bist pervers. Du bist pervers. Nein. So, jetzt macht er das nochmal. Ich hätte eigentlich schon längst Blatt haben können, aber... Wie kann man da ständig auf derselben Höhe bleiben? Sanft? Was nennst denn du Sanftchip? Du kannst fliegen!
Now Sonic. Not good enough, Sonic. Lost control again. Don't fall apart on me now. Was denkt sich Eggman eigentlich bei dieser Roboter? Weiß ich auch nicht. Aber hey, das ist ein Kampf, wo Eggman mal wieder mal typisch Eggman ist. Na komm schon, in den letzten Spielen haben wir ein bisschen was von sich verloren. Ich meine, was soll ich sagen? Sonic Colors war jetzt nichts. Obwohl teuflisch genial war, da auf jeden Fall. Ja, nichts so Wahre. Ne. Ich meine, seine Roboter-Kumpanen sind ein bisschen dämlich gewesen, ne? Ach, das ist ja schön. Ich hab bisher nicht, warum das Glas jetzt kaputt gehen musste. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Aha. Ja, okay, die Zeit hätte besser sein können, aber... Das lohnt nicht. Aber irgendwie schade bei Pokémon jetzt, dass sie... Wie kommst du auf Pokémon? Das war schon sehr gelaufen. Ja. Na gut, hier haben wir endlich unseren Final Boss vor der Nase. Noch bevor er hässlich wird. Ich meine, er ist schon nicht schön, aber... Man kann auch ein Gesicht erkennen in dem ganzen Ding. Uns ist überhaupt wenig, was von der Phyllis abgekriegt wird. Wirklich? Ja, ey, du meinst das weiße Zeug da oben, ne? Ja, so vom Design her. Ja. Vom Farbendesign, so. Böse Farben sind immer dieselben. Ja, Sonic weiß jetzt schon, dass sie keine Chance auf die Art und Weise haben. Bessere Frage, warum schweben da eigentlich Plattformen? Eine ganz gute Sache, dass Sonic da männlich ist. Sonic! Jeppa! Man sieht zwar kaum was, aber. So, er lockt die Kräfte ein, die Warhawk Sonic aufgenommen hat. Stärker zu werden. Sein Auge. Jetzt ist er Tenshinhan. Aha. Sonic, you gotta get up! Sonic! So, jetzt fasst sich der Kleine endlich mal Mut. Leuchte Kugel. Das sieht schick aus. Allerdings. What's happening? Wow, that's just incredible. Skylands. The temple. Bitch. Hey, nette Smiley. Habe ich auch gedacht. Awaken and gather here to go go Power Rangers. Go-Go Power Rangers! Kennst du eigentlich Pussy Rangers? Ich weiß nicht. Ich will Go-Go go Pussy Rangers! Alter! Miau, 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 miau! Oh, nee! Lichter! Okay, was das letzte Teil da sollte, weiß ich auch nicht, aber... Strahlenkanone! Ich weiß nicht, ob sie Power Rangers oder Iron Man nachmachen wollten. Ich glaube, ja, Power Rangers. Oder beides. So, linker Trigger und rechter Trigger ist drauf. Und Iron Man setzt sich da nie so zusammen. Ich würde sagen, das ist ein Megasword. Ja. Das ist ein Megasword. Oh, yeah.